Hallo und guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich zu unserem heutigen Thementutorial 7, Einbindung einer IP-Kamera in Luxor Living Play App, begrüßen. Mein Name ist Elmar Löffler, ich arbeite für die Themen AG und ich werde Sie in den kommenden Minuten durch das Programm begleiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Entdeckung von Luxor Living. So, was muss beachtet werden oder was muss als Vorarbeit bereits geleistet werden, damit wir später eine IP-Kamera mit Luxor Living oder respektive mit der Luxor Living A Play App entsprechend anzeigen können? Wir müssen zum einen physikalisch die IP-Kamera mit dem im Haus befindlichen WLAN-Router entsprechend verbinden. Und des Weiteren muss entsprechend die IP1, die Luxor Living IP1 entsprechend ebenfalls am Router angeschlossen sein. In der Regel ist das dann Plug and Play, das heißt, der Router selber gibt dann der IP-Kamera die entsprechende IP-Adresse, dass diese beiden Geräte sich dann im gleichen Netzwerk verstehen. So, was benötige ich zusätzlich noch? Ich brauche zusätzlich natürlich zu der IP-Kamera noch ein paar Daten. Das heißt, ich brauche die Daten, wo beispielsweise die Bilder der Kamera entsprechend gespeichert werden sollen. Diese Daten finden Sie in der Regel in der Bedienungsanleitung, im Handbuch beispielsweise oder auf der Website des Herstellers. Ja, was ist, wenn Sie die nicht haben sollten oder nicht mehr finden sollten? Ja, dann beginnt es meistens sehr zeitraubend zu werden. Wir haben Ihnen so einen kleinen Tipp. Es gibt eine nette Website, auf der man eine ganze Menge IP-Kamera-Pfade entsprechend findet, geordnet nach Hersteller und so weiter. Ich zeige Ihnen da ein paar kleine Ausschnitte dazu. Das wäre beispielsweise die iSpy Connect Webpage. Und auf der iSpy Webpage werden Sie entsprechend hier von A bis Z alle Hersteller entsprechend aufgelistet finden. Wenn Sie dann auf eines dieser speziellen Kameratypen beispielsweise oder Herstellertypen entsprechend klicken, dann kommen Sie entsprechend, bekommen Sie so ein Detailfenster entsprechend angezeigt und beispielsweise für diesen Kameratyp wäre das beispielsweise der Pfad, unter dem die Bilder dann entsprechend abgelegt werden und dieser Pfad ist für uns für die weitere Bearbeitung dann wichtig. Den müssen wir also uns entsprechend dann kopieren, A, besorgen und dann kopieren natürlich. Und diesen Pfad, den werden wir dann später in die IP1 bzw. in die App dann noch mit integrieren. So, sollten Sie entsprechend auch irgendwelche Administrations- oder Zugangsrechte zur Kamera brauchen, die finden Sie ebenfalls auf dieser Webpage unter dem jeweiligen Gerätetyp. Also die Seite ist durchaus zu empfehlen. So, wir gehen gleich weiter dann zu unserer IP1 bzw. zu unserer Luxor Play App. Ich öffne die jetzt. Wichtig an der Stelle natürlich wieder erwähnt, wir müssen natürlich im gleichen Netz entsprechend sein, also in dem Fall auf dem Router. Ich melde mich nun hier als Administrator beispielsweise an. Bin jetzt bereits auf der kleinen IP1, also auf dieser Schnittstelle. Für uns ist heute wichtig entsprechend dieses Icon links. Wenn ich das entsprechend öffne, kann ich hier beliebige Anzahl von, ich sag mal, Kameralinks oder Links zu Webpages und so weiter entsprechend integrieren. Ich mache das einfach mal. Das heißt, ich möchte jetzt noch einen Link haben. Das wäre beispielsweise dann die Kamera vom Garten. Ich möchte der Kamera im Garten noch ein kleines nettes Icon verpassen. Hier habe ich eine kleine Auswahl, die jetzt hier vielleicht nicht ganz treffend ist. Wenn wir aber hier mal ein ganz klein wenig schieben, dann bekomme ich natürlich auch ein Icon, was vielleicht dann für eine Kamera ganz passend wäre. So, und hier ist es im Prinzip wichtig, hier muss jetzt quasi der Kamerapfad rein. Bei mir, bei meiner Kamera, würde der Kamerapfad entsprechend so aussehen. Und das ist es eigentlich schon gewesen mit dem Abspeichern quasi des Pfades und dem erneuten Aufrufen dieser Kameraseite. Öffnet sich automatisch mein Browser, wenn ich hier entsprechend meinen Kamerazugang, heißt entsprechend auch Admin, wenn ich hier jetzt diesen Admin entsprechend aufrufe, habe sofort Zugang zur Kamera und Sie sehen hier ein bewegtes Bild. Das heißt, das ist im Moment gerade der Blick aus meinem Büro. Und Sie sehen, wie einfach und schnell das geht. Somit haben Sie von unterwegs, von Ihrem Tablet jederzeit den Überblick, was bei Ihnen ums Haus oder möglicherweise auch im Haus entsprechend alles geschieht. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.